Nachdem die Entwickler bereits im Oktober im großen Behind the Sims Livestream Inhalte für die Sims 4 vorgestellt haben, ist die halbe Community beinahe ausgerastet. In diesem Video möchte ich die kommenden zwei Erweiterungen sowie das Baby-Update nochmal einordnen und meine Meinung, Gedanken und Vermutung zu den Inhalten äußern. Ich habe das Gefühl, die erste Anfangseuphorie über den Behind the Sims Summit Livestream, den die Entwickler im Oktober gestartet haben, ist so langsam vorbei. Ich will da jetzt gar nicht so ins Detail gehen, aber es wurden unter anderem zwei neue Erweiterungen für 2023 und das große Säuglings-Update angekündigt. So richtig viel hat man ja nicht gesehen, die Entwickler haben schon mal die Säuglinge gezeigt, eine kleine erste Szene und ein paar erste kleine Mini-Einblicke in die neuen zwei Erweiterungen. Es war wirklich extrem cool, dass die Entwickler das so krass im Vorhinein schon angekündigt haben, was die Entwickler ja sonst nie so machen. Das ist dann maximal so meistens einen Monat vorher. Ich finde es jetzt tatsächlich spannend, dass die Entwickler nach 8 Jahren dann doch nochmal so ein Riesen-Update rausbringen. Man muss leider sagen, beim Release von The Sims 4 lief nicht alles wirklich rund. Die Leute wollten anfangs auf jeden Fall immer die Pools und die Kleinkinder zurück im Spiel haben. Die haben wir dann nach und nach bekommen. Und dann jetzt so final die Babys, einer der wirklich richtig großen Themen, die die Community noch so gefordert hat, was jetzt so die Updates angeht und Features, die in den Vorgängern drin waren und die jetzt in The Sims 4 in der Art nicht mehr so drin waren. Wenn wir jetzt mal so ein bisschen über den Umfang des Baby-Updates sprechen wollen, denke ich tatsächlich, dass es so von der Größe so ein bisschen wird wie in The Sims 2 und The Sims 3. In The Sims 4 haben die Entwickler ja beispielsweise bei den Kleinkindern schon nochmal so ein paar eigene Sachen reingebracht. Die Kleinkinder waren, sagen wir mal, fast ein bisschen älter, als es zum Beispiel in The Sims 3 der Fall war. Die Entwickler haben dann natürlich mit den Kleinkindern auch die nötigen Features, die da dazugehören, das Töpfchen gehen, ein paar kleine Fähigkeiten für die Kleinkinder hinzugefügt. Aber so diese großen Sachen drumherum gab es mit dem Update jetzt nicht und ich denke halt auch, dass es dann mit den Babys so der Fall sein wird. Natürlich gab es mit dem Kleinkinder-Update auch extrem viele neue coole Objekte. So wird es bei den Babys auch sein. Das hat man ja auch bereits schon in den ersten Szenen gesehen. Es gibt ein kleines Gitterbett und es gibt neue Objekte. Ich gehe mal stark davon aus, dass da auch noch viele kleinere Gameplay-Objekte mit dazukommen. Aber so Sachen wie Kinderwägen und dann Wickeltische und sowas kann ich mir jetzt für dieses Update nicht so ganz vorstellen. Sie werden da auf jeden Fall ganz coole neue Sachen mit einarbeiten, aber die großen Features, die da dann so mit den Babys dazugehören, werden dann wahrscheinlich nochmal mit einem Extra-Pack kommen. Wenn wir jetzt mal so ein bisschen die Zeit zurückdrehen, wenn wir in den Januar 2017 gehen, da wurde das Kleinkinder-Update und gleichzeitig auch das Vampire-Gameplay-Pack vorgestellt, beziehungsweise auch veröffentlicht. Dann etwas später, im August 2017, haben die Entwickler dann ein dezidiertes Accessoire-Pack nur für die Kleinkinder erstellt, das The Sims 4 Kleinkind-Accessoire-Pack. Ähnliches auch bei Hunde und Katzen, das kam dann im November 2017 raus. Und die Entwickler haben dann auch einige Monate später, dann im März 2018, ein Accessoire-Pack für nochmal die Haustiere erstellt. Und ich kann mir halt vorstellen, dass sie dieses Prinzip dann auch bei den Babys dann anwenden werden und da auch ein Pack erstellen werden, was da irgendwie dann diese großen neuen Features damit hinzufügt. Intern ist es wahrscheinlich so geregelt, dass dann die Babys irgendwann fertig sind und dann setzt sich ein Team dran und erstellt dann ein Pack drumrum. Ich fände da tatsächlich ein Accessoire-Pack ganz cool, gerade weil wir ja in den Accessoire-Packs immer so ein paar neue Gameplay-Inhalte bekommen und neue coole Objekte. Aber ich glaube, die Zeit der Accessoire-Packs ist ja mittlerweile vorbei. Ein neues Set, finde ich, würde dem Ganzen leider nicht so wirklich gerecht werden. Da gibt es dann nur neue Objekte und kein neues Gameplay. Und bei einer Erweiterung kann ich mir gut vorstellen, dass die nächsten Erweiterungen ebenfalls auf die Babys aufbauen werden. Aber ich glaube tatsächlich, dass es dann eher in so einem kleineren Rahmen passieren wird. Da werden dann nur so ein paar kleinere Features für die Babys hinzugefügt werden. So wie zum Beispiel in Jahreszeiten. Da war es dann auch so, dass die Entwickler quasi ein Planschbecken für die Kleinkinder hinzugefügt haben, was dann ja auch so ein Pack nach dem großen Kleinkinder-Update war. Ich finde es tatsächlich spannend, dass die Säuglinge als eigene Altersstufe implementiert werden. So wie ich das gesehen habe, gab es viele in der Community, die diese Entscheidung nicht so ganz nachvollziehen konnten. Ich denke, das hat dann so ein bisschen auch entwicklungstechnische Gründe. Wahrscheinlich ist es einfacher, da eine neue Altersstufe hinzuzufügen dazwischen, als die bereits vorhandene umzumodeln und
dann auch so Features beachten zu müssen, wie dass man ja mit dem An-die-Arbeit-Erweiterungspack Babys bekommen kann, dann müsste man das irgendwie umbasteln. Was macht man dann eigentlich mit Babys, die schon bereits so im Haushalt vorhanden sind? Das sind dann alles so Fragen, die die Entwickler sich nicht stellen müssen, wenn man das als neue Altersstufe implementiert. Ganz kurz, aktuell laufen gerade fette Black Friday-Angebote bei Instant Gaming, mit denen ihr bis zu 90% auf verschiedenste Spiele, Guthabenkarten und ebenfalls Sims-Erweiterungen sparen könnt. Schaut einfach mal in der Beschreibung vorbei, wenn ihr ordentlich sparen und mich unterstützen wollt. Ich könnte mir auch ganz gut vorstellen, dass die zwei Erweiterungen, die für 2023 angekündigt wurden, dann ebenfalls in einer gewissen Weise was mit den Säuglingen zu tun haben werden. Da haben wir ja schon kleine Konzeptzeichnungen zu den Welten gesehen und da ist es auch so, dass die Mama, die da durchs Bild läuft, quasi so eine Babytragetasche auf dem Rücken hat und man Kinder sieht, die auf Fahrrädern fahren. Features, die wir so in The Sims 4 tatsächlich bisher noch nicht haben. Man muss bei den Konzeptzeichnungen immer so ein bisschen aufpassen, weil die Entwickler da auch oft erstmal schon grobe Ideen einzeichnen und mal so, so eine generelle Stimmung von dem Pack einfangen wollen. Vielleicht ist es hier auch der Fall, aber ich ehrlich gesagt, dadurch, dass es in dem The Sims Summit Livestream vorgestellt wurde, denke ich schon, dass die Entwickler da auch stark drauf achten, was da gezeigt wird. Deswegen könnte es schon gut sein, dass diese Features dann vielleicht auch mit den Erweiterungen kommen werden. Ich finde es halt ehrlich gesagt ziemlich schwierig, aus diesen Welten, die man gesehen hat, dann so das Pack-Thema abzuleiten. Die Welten sind ja sehr farbenfroh und bunt, so wie man das auf den Screenshots gesehen hat. Deswegen könnte ich mir halt vielleicht schon vorstellen, dass da dann auch, gerade weil man diese Kinderinhalte gesehen hat, dann da vielleicht ein Generationenerweiterungspack dahinter steckt. Auch gerade in Kombination mit den Screenshots der Objekte, die man für die Erweiterung gesehen hat, würde das irgendwie passen, aber es ist meiner Meinung nach halt extrem schwierig. Das Bunte aus den Welten-Screenshots passt da in dieses Thema ganz gut rein, aber das Moderne halt für mich persönlich zumindest nicht. Vielleicht wird es dann auch so eine Hobby-Erweiterung. Ist jetzt natürlich hier alles ganz grobe Spekulation, aber auch so dieses Bunte erinnert mich an so eine kleine Künstlerstadt irgendwie. Ich will da jetzt natürlich auch keine super wilden Spekulationen anheizen. Ich würde ja immer noch so eine Mittelalter- oder Into-the-Future-Erweiterung interessant finden, die ich jetzt hier normalerweise geäußert hätte. Aber es passt halt gar nicht zu dem, was man gesehen hat, deswegen das ist eigentlich ausgeschlossen. Wir haben ja jetzt schon so als groben Rahmen 2023. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass wir die Inhalte bereits im Januar bekommen werden. Also möglicherweise das Update dann quasi so als Vorbereitung auf die große Erweiterung. Auch aus dem Grund, weil die Entwickler normalerweise nie länger als 1-2 Monate eine Pause mit neuen Inhalten bzw. ja Packs machen. Die zweite Erweiterung könnte ich so für den Spätsommer bis Herbst datieren. Das ist natürlich jetzt auch nur reine Spekulation. Tatsächlich finde ich es ein wenig merkwürdig, dass wir jetzt so in den letzten Monaten von 2022 gar keine großen neuen Inhalte mehr bekommen haben. Dezember war ja für die Entwickler sehr oft die Zeit, wo sie dann wirklich die Erweiterung rausgehauen haben. November, Dezember sind ja auch gerade wegen Weihnachten ziemlich wichtige Monate für viele Firmen. Da hätte ich mich dann doch ein bisschen gefreut, wenn wir im Dezember dann vielleicht noch was bekommen hätten. Wir gehen ja im Dezember zumindest nicht komplett leer aus. Was wir auf jeden Fall schon wissen, die Entwickler haben ja im Behind the Sims Summit Livestream gemeint, dass sie jetzt jeden Monat einen Sims Delivery Express mit kleinen neuen Mini-Inhalten veröffentlichen wollen. Da wird dann wahrscheinlich im Dezember nochmal was kommen. Vielleicht werden wir ja auch nochmal Weihnachtsobjekte bekommen. Da haben wir ja gerade in den Anfangszeiten von The Sims 4 immer sehr regelmäßig jedes Weihnachten das fröhliche Festtagspack, was ja für alle gratis runterladen können, wurde dann immer mit neuen Inhalten versorgt. Vielleicht dann ja auch wieder dieses Jahr. Ich verstehe das auch nicht so ganz. Sie hätten ja jetzt auch quasi eines der Sets, also entweder das Pastellpop oder Krimskram-Set, welche diesen Monat erschienen sind, hätten sie dann ja auch einfach in den Dezember schieben können. Da hätten wir in diesem Monat ein Set bekommen und dann im Dezember. Dann wäre es vielleicht so ein bisschen ausgeglichen gewesen, dann hätten wir im Dezember noch was bekommen. Aber tatsächlich bin ich ja mit dieser Meinung, dass ich mir immer in jedem Monat eigentlich Inhalte für The Sims 4, größere Inhalte für The Sims 4 wünsche, auch nicht unbedingt die Mehrheit. Ich habe viele von euch in den Kommentaren auch immer gelesen, die, wenn ich das gesagt habe, gemeint haben, dass sie da auch gerne mal eine Verschnaufspause von neuen Packs hätten. Gerade da sie jetzt nicht auch unbedingt alle Packs immer auf einmal kaufen, direkt
bei Release sowieso noch sehr viel nachzuholen haben und sich dann auch freuen, wenn es mal einen Monat gar nichts gibt. Das kann ich natürlich auch irgendwie verstehen. Aber ich meine, wir müssen ja zumindest nicht lange warten. Wir wissen, dass wir bald viele neue, coole Inhalte bekommen werden. Babys, es war lange überfällig, jetzt sind sie da. Zwei neue Erweiterungen für 2023 ist auch super. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das so seht. Seid ihr da ähnlicher Meinung? Was für Erweiterungspack-Inhalte sollte es geben? Wie stellt ihr euch die Säuglinge vor? Gibt es vielleicht doch nochmal ein Revival der Accessoire-Packs? Man weiß es nicht so genau. Schreibt mir das alles gerne in die Kommentare. Lasst gerne ein Abo und einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann würde ich sagen, man sieht sich bei einem der nächsten Videos hier auf simsblog.de wieder.